Es sind nur ein paar Fahrer auf der Strecke. Das sollten wir vielleicht nutzen.
Kannst du mich hören? Der Frontflügel hat ziemlich was abbekommen. Besser, du kommst baldmöglichst an die Box, bevor es noch schlimmer wird. Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,53,4. Das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Ihre Top 3 sind Vettel, Hamilton und Valtteri Bottas. Die Startaufstellung steht also fest, jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen. Das war Pech. Nicht ganz da, wo wir im Grid sein wollten. Aber Kopf hoch, das ist noch nicht das Ende der Welt. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Der Abstand an der Spitze hat sich nach diesem schwierigen Rennen für unseren WM-Führenden heute deutlich verringert. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Für mich ist das heute Thomas. Er hat das meiste aus den Reifen rausgeholt, ohne an Tempo einzubüßen. Wer das in der heutigen Formel 1 schafft, hat einen nicht ganz unwesentlichen Vorteil. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Ferrari hat seine Führung in der WM ausgebaut. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie Was für ein enttäuschendes Ergebnis. Das war ein hartes Wochenende. Wir haben Einladungen zu neuen historischen Events erhalten. Du kannst vor Ende des Wochenendes bestimmen, ob du daran teilnehmen willst.
Jetzt ist es also. Die Niederlage beim Einladungsevent ist bedauerlich, aber denk nicht zu viel darüber nach. Wichtig ist und bleibt die Meisterschaft. Thank you.
Willkommen zurück in Sochi. Gleich schalten wir in die Boxengasse hinunter, wo die Autos für die Qualifying-Runden vorbereitet werden. Eine Strecke wie diese verspeist Hinterreifen quasi zum Frühstück. Jedenfalls sagen das die meisten Fahrer, die sich damit ja auskennen. Eine Menge lang. Das war die schnellste Runde.